Gemeinde, willkommen zu einer weiteren Folge von Verrückte und bekloppte Gesetze in Amerika. Nun betrachten wir uns den wunderschönen Staat Delaware. In der Stadt Lewes ist es illegal, figurbetonte Hosen zu tragen. Mal ehrlich, in manchen Fällen ist das auch besser. In Delaware ist es illegal, etwas zu überfliegen, was Wasser enthält. Es sei denn, ihr habt genügend Vorräte dabei. Ich glaube, damit sollte ich über den Tümpel drüber kommen. Wer in Delaware während eines Flugzeugfluges einschläft, muss damit rechnen, dass er Gefahr läuft, eingebuchtet zu werden. Wer friedlich und still vor sich hinschlummert, muss keine Angst haben. Wer sich aber kräftig einen abschnarcht, muss damit rechnen, ins Gefängnis zu wandern. Denn im Flugzeug zu schnarchen gilt in Delaware als illegal. Kommen wir zum Sonnenstaat Amerikas! Florida. Man merkt, dass der amerikanische Staat, besonders Florida, Geld braucht. Denn nicht nur Autos und Motorräder müssen Parkgebühren entrichten, wenn sie sich an ein Parkuhr stellen. Wenn ihr mit euren Elefanten unterwegs sein solltet und kurz für den Erdnüsse holen gehen wollt und keinen anderen Platz habt als eine Parkuhr, wo ihr ihn hinstellen könnt, dann müsst ihr für euren Elefanten die ganz normale Parkgebühr wie für ein Auto entrichten. Das nächste Gesetz ist wieder so aus der Kategorie, welcher Sinn und welche Ursache steckt dahinter? In Florida dürfen ledige, geschiedene und verwitwete Frauen an Sonn- und Feiertagen kein Fallschirmspringen gehen. Wenn ihr eine Idee habt oder wenn ihr wisst, wo dieses Gesetz herkommt, schreibt es bitte unten in die Comments. Ich würde mich wirklich interessieren, wo das herkommt. In Saratoga ist es verboten, sich im Badeanzug in der Öffentlichkeit zu zeigen. Manchmal ist das wirklich besser. Auch in Florida wird Hygiene groß geschrieben und ist wichtig. Doch auch die Moral ist in Florida eine unumstößliche Säule der Gesellschaft. Daher ist es in Florida verboten, nackt zu duschen. Meine Güte, wer duscht schon nackt? Da wird man noch nasser als es nötig ist. In Miami ist es Männern nicht gestattet, sich in einem Bademantel in der Öffentlichkeit zu zeigen, wenn dieser keinen Gürtel hat, der ihn zuhält. Die Ladies unter euch kennen das. Wenn ihr zum Friseur geht, dann kann das unter Umständen wirklich mal ein bisschen länger dauern. Gerade wenn die Haare unter einer Trockenhaube getrocknet werden und es so wunderbar summt, neigt man doch dazu, ein wenig einzudösen. Das solltet ihr allerdings in Florida lassen, denn wenn ihr das macht, könnt ihr in den Bau wandern. Aber nicht nur ihr, auch der Geschäftsführer kann dafür eingelocht werden. Amerika, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Anscheinend kann man die Gesetze der Physik nahezu überwinden. Zumindest in Florida. Denn in Florida ist es in jeder Art und Weise verboten, unter Wasser zu pfeifen. Nun ein Gesetz aus der Kategorie, gut, dass es die gibt. Die Amerikaner gehören ja bekanntlich nicht zu den schlauesten Völkern der Welt. Darum hat der Staat Florida ein Gesetz erlassen, das Menschen vor Tieren schützen soll. In diesem Fall vor Stachelschweinen. Florida verbietet eine sexuelle Beziehung zwischen Menschen und Stachelschweinen. Mal ganz ehrlich, wer kommt auf die Idee, mit einem Stachelschwein zu knallen? Zu guter Letzt blicken wir auf die Schifffahrt. Ein Sprichwort besagt ja, dass die Ratten das sinkende Schiff verlassen. In Florida darf dieses Sprichwort leider keine Anwendung für die Ratten finden. Ratten dürfen in Florida das Schiff nicht verlassen. Es ist ihnen gesetzlich verboten. Wer hat die Ratten darüber informiert? Oder haben die Ratten auch die Pflicht gehabt, dieses Gesetz wirklich nochmal nachzulesen? Meine Lieben, das war's heute wieder mit verrückten und bekloppten Gesetzen aus Amerika. Schön, dass ihr dabei seid. Ich würde mich freuen, wenn ihr in den Comments ein bisschen darüber diskutiert oder ein bisschen was anmerkt zu diesen bekloppten und verrückten Gesetzen, die ich euch heute präsentiert habe. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen hoch und ein kleines Abo für uns. Und wenn ihr Lust habt, macht ein bisschen Werbung oder schaut einfach mal auf unserer Facebook-Seite vorbei. In dem Sinne, macht es gut. Euer MK und seine kleine Welt.